Der Abstand eines Punktes von einer Geraden berechnen. Also wir haben einen Punkt gegeben, eine Gerade dazu und wir sollen den Abstand berechnen. Das ist das mathematische Zeichen für Abstand, Distance von P zu G. Also um das Ganze mal zu zeichnen, wir haben hier die Gerade und hier den Punkt P. Und der Abstand, das ist immer, steht glaube ich auch in der Formelsammlung, die kürzeste Verbindung. Und die kürzeste Verbindung ist immer die Senkrechte. Also diese Strecke hier soll man berechnen. Und ihr seht schon, wir haben hier wieder eine Senkrechte davon und davon. Diese beiden müssen senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir an Vektoren rankommen. Dazu braucht man natürlich weitere Koordinaten. Bis jetzt haben wir ja nur den Punkt P. Ich habe jetzt hier mal den Schnittpunkt des Abstandes mit der Geraden einzeichnet und den Punkt Q genannt. Ja? Alle Punkte Q, die hier drauf liegen, die haben die Koordinaten x2, x plus 1, weil sie ja eben auf der Geraden liegen. Und jetzt bräuchte ich noch den Vektor hier von der Geraden. Ich weiß doch, dass meine Steigung 2 ist. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ich einen Vektor habe, kann ich doch aus den Koordinaten vom Vektor die Steigung berechnen. Nämlich indem ich den unteren Wert geteilt durch den oberen Wert. Das heißt, wenn ich die Steigung habe, kann ich das andersrum, kann ich das machen. Ich nehme einfach ein Pärchen, wo der untere Wert durch den oberen Wert 2 ergibt. Also zum Beispiel hier diesen Vektor 1, 2, ich hätte auch natürlich 2, 4, 3, 6, 4, 8 und so weiter nehmen können. Das sind alles Vektoren, die genau auf dieser Geraden mit der Steigung liegen. So, den Vektor QNP, der steht jetzt schon die ganze Zeit dran, den konnte ich natürlich berechnen, weil ich jetzt einen Punkt P und einen Punkt QN habe. Und dadurch habe ich jetzt hier einen Vektor und hier einen Vektor und die muss ich jetzt im Skalarprodukt aneinander reihen. Wenn ich das gemacht habe, dann sollte ich ja einen Punkt Q erhalten, ja, hier, dann bekomme ich die genauen Koordinaten von dem Punkt Q. Und wenn ich die Koordinaten von dem Punkt Q habe, dann kann ich den exakten Vektor QP bestimmen, ja. Und wenn ich den exakten Vektor QP habe, dann schaut mal in eure Formelsammlung, kann ich von diesem Vektor die Länge der Strecke bestimmen und schon habe ich den tatsächlichen Abstand. Bitte jetzt auf Pause drücken, vielleicht euch nochmal die Erklärung anhören, wenn das jetzt zu schnell ging und dann versuchen, das selbstständig nachzurechnen. Okay, also wir sollten das Skalarprodukt aufstellen, das heißt 5 minus x mal 1 und das da unten gibt minus 2x mal 2. Heißt also, wenn ich das zusammenfasse, 5 minus 5x gleich 0, bringe ich das minus 5x auf die andere Seite, dann steht dran 5 ist gleich 5x und durch 5, wenn ich dividiere, bleibt x gleich 1 stehen. So, und dieses x gleich 1 kann ich jetzt in meinen Vektor einsetzen, dann erhalte ich den Vektor QP 4 und minus 2. Und wenn ich jetzt in die Formelsammlung Seite 42 schaue, kann ich von diesem Vektor jetzt die Strecke aufstellen. Nämlich, indem ich die beiden einzelnen Werte hier unter der Wurzel quadriere und damit erhalte ich die Länge der Strecke QP 4,47 Längeneinheiten, was natürlich dann mein Abstand von P von der Geraden 4,47 Längeneinheit bedeutet.